Heute machen wir den perfekten Käsebrot-Snack. Zuerst schneiden wir in unser Brot kleine Quadrate, entfernen die in der Mitte und füllen das Loch mit Mozzarella und einem Camembert. Für unseren Knoblauchbrotaufstrich mixen wir 50 Gramm Butter, Parmesan, zwei Knoblauchzehen und Basilikum. Kurz aufkochen, bis der Butter flüssig ist und das Brot damit füllen und bestreichen. In die Schlitze kommt noch mehr Mozzarella und obendrauf eine schöne Parmesanschicht. Für 10 Minuten in den Ofen geben und servieren. Mmm, Käse.